Ja, meine Lieben, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für den rhythmischen Einfall und die Begrüßung hier. Digital Disruption, Disruption, der Titel dieser Veranstaltung hier, und viele von Ihnen mögen es vielleicht nicht mehr hören und ich werde dazu auch gar nicht so viel sagen, aber ja, natürlich, wir leben in einer Zeit der Digitalisierung, in der jetzt nicht nur Unternehmen mit Industrie 4.0 und ähnlichen Geschichten versuchen, ihre Prozesse zu automatisieren, zu beschleunigen, schneller zu ihren Kunden zu kommen, wir mit unseren Homepages und unseren Online-Angeboten halt auch zu Aufträgen und zu Keynotes zu kommen. Ja, das ist alles gut und das wird auch weiter so gehen. Aber im Grunde genommen haben wir doch diese digitale Revolution, die wir da unter diesem Begriff verstehen, doch in Deutschland noch so gar nicht wirklich erfahren. Und das ist keine digitale Disruption, die wir da erfahren, sondern das ist im Grunde genommen eine mobile Disruption. Multitasking ist ja etwas ganz Positives. Jeder, der Multitasking betreiben kann, also mehrere Dinge gleichzeitig betreiben, ist ja leistungsfähig. In unserer Leistungsgesellschaft mit der positiven Interpretation des Multitaskings denken wir, wir wären die leistungsfähigsten. Und so denken dann auch hier meine Nachbarn damit, dass wenn sie dann 5 Bildschirme gleichzeitig bedienen und ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Bildschirme und Inhalte fokussieren, dass sie leistungsfähig sind. Dabei zeigt die Forschung seit mehr als 20 Jahren, das wissen Sie ja, dass Multitasking ein Irrglaube ist. Das Digitale verdrängt das Soziale. Je höher unser Digitalkonsum, unsere Private, unsere Mobile Disruption ist, umso weniger scheinen wir miteinander tatsächlich in eine tiefere innere Kommunikation, in Beziehungen zu gehen. Das Innere, wie wir es vorher schon gehört haben, kehrt ins Äußere, das Äußere bestimmt das Innere. Ich habe folgende These aufgestellt, dass wenn man jetzt mal die ganze Studienlage sich genau anschaut, ist das eigentlich gesund, was dort passiert? Ist es also für unser Wohlbefinden, ist das für unsere Gesellschaft, ist das für unsere Wohlfahrt eigentlich gesund, diese digitale Disruption, das, was digital in unseren Privathaushalten passiert? Und ich sage ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Diesen Grad zu bestimmen, ist aktuellster Gegenstand der Medienforschung, der digitalen Medienforschung, genau dieses X herauszufinden, wie viele Stunden sind denn da eigentlich gut für uns Erwachsene. Wir nehmen aber wahr, je länger es ist und wenn es über mehrere Stunden hingeht, dann verdrängen wir sehr viel. Und dann können Sie sich und Ihre Freunde und Ihre Kinder den ganzen Tag selbst betrachten und wir haben es gehört, das ist gar nicht so schön, das den ganzen Tag zu tun. Und vielleicht ist das der Hebel, das mal zu überlegen, was wir in der digitalen Disruption so alles tun. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus